wieder Rebellen gefangen genommen? Schick, vielleicht kannst du helfen. Ich habe 5 Männer geschickt, um Waffen für die Rebellion zu stehlen. Aber die Mission ist gescheitert. Früher hätte ich sie selbst angeführt. Aber ich kann nicht mehr kämpfen. Nicht mal mehr laufen. Sonst huste ich wieder Blut. Aber ich kann immer noch gut planen. Zumindest bis heute. Meine Kameraden hängen jetzt in der Unterstadt an Pfählen als Warnung. Da einen komischen Mund. Sie, dass sie sterben. Nicht solange ich da bin. Ja. Mit der Schlangenwachenkleidung kannst du alle 4 losfinden und niemand verdächtigt dich. 4? Waren bei der Mission nicht 5 Mann dabei? Doch, Kalki führte sie an, aber er wurde nicht gefangen genommen. Niemand hat ihn gesehen. Wahrscheinlich ist er tot. Gut, ein Verräter. Mal sehen, was ich tun kann. Okay, irgendwelche Gefangene soll ich auch noch mal losbinden. So. Da haben wir dann noch ein paar Pfeile. Ja, komm, runter. Und dann muss ich durch den Spalt wieder raus, oder? Wo war denn der Spalt? Der spaltige Spalt. War das der Spalt? Ne, die Mission habe ich jetzt. Jetzt muss ich da zur Schlangenbrücke. Was sind das hier? Ach, die 4 soll ich hier losbinden. 4 Gefangene losbinden, 4 Gefangene losbinden, 4 Gefangene losbinden, 4 Gefangene losbinden. Mache ich das doch zuerst. Also, kann ich die markieren? Scheinbar nicht. Ich glaube, ich muss in die Richtung, oder? Ja. Und mich aber mit grün. Oder war ich schon die ganze Zeit so grün? Was ist das überhaupt für ein hässliches Teil da? Irgendjemand hat das Licht angemacht und man sieht die ganzen Hässlichkeiten hier. Na, der unter der Brücke ist da bestimmt wieder was versteckt. So, wo ist ein Gefangener? In die Richtung, okay. Die Richtung. War da was? Ich dachte, da war was zum Einsammeln. Da ist was zum Einsammeln. Da ist der Gefangene scheinbar. Hier auf der anderen Seite, ist das richtig? Willst du mich jetzt endlich töten? Nein. Natürlich nicht. Das wäre barmherzig. Und Kukulkan kennt keine Barmherzigkeit. Nein. Huma schickt mich zu euch. Sei still und halt die Augen offen. Er lebt. Kolki lebt. Ich habe gehört, wie er in dem Chaos den Rückzug befohlen hat. Ich bin sicher, er lebt. Nochmal. Der nächste ist jetzt da lang. Ich komme später wieder.
Krieger sind gefangen. Wenn wir sie nicht befreien, werden sie geopfert, ermordet. Ja, ich befreie ja schon. Das nervt nicht weiter. Etwas links, also wahrscheinlich hier irgendwo. Da ist das schön grüner. Ich werde nicht betteln. Du vergeudest deine Zeit. Ich werde gar nichts sagen. Ich bin nicht hier, um dich zu verhören. Ich werde dich befreien. Bestechung? Verrat wäre viel schlimmer als der Tod. Das sehe ich auch so. Danke, mein Freund. Geh, ich folge dir nicht. Du und deine Freunde sind sicher. Nein, der Kult hat uns erwartet. Ein Spion hat die Rebellion infiltriert. Ja, möglich, dass der Fünfte wirklich ein Verräter ist. Und das mal weg hier. Ja, jetzt hier weiter, wenn das geht. Da ist auch noch irgendwo einer festgebunden. Ach, guck mal. Erstmal gar nicht das hier einsammeln. Dann war hier was. Und hier kann ich rein. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Tja, das ist aber schade. Irgendjemand hat dieses alte Walkie-Talkie zerlegt. Vielleicht wollte er es ja nachbauen. Alles voll. Habe ich mit dir schon geredet? Ich bin mir nicht sicher. Akzeptieren Kinder Autoritäten da, wo du herkommst, die schicken? Das gehört wohl einfach dazu. Das habe ich schon öfter gehört. Wo sind die anderen? Austesten. Sind sie in Gefahr? Nein. Die waren Drohnen, aber als sie jung waren, haben sie auch Steine geworfen. Irgendwo hier muss noch einer festgebunden sein. Ich gehe mal darauf. Was ist hier? Ein Lager. Nun diene ich X-Chell auf eine andere Art. Dann müssen die hier unten irgendwo rumfliegen. Angebunden sein. Nee. Dann. FPS ist schon wieder so im Keller. Ich muss das Spiel beenden, neu starten. Hat es irgendwo Memory Leak oder sowas? Komisch, wo sind sie denn? Hier gibt es eine Schatztruhe, okay. Die müssen da oben irgendwo angebunden sein. Dann links. Komm ich hier hoch? Ich
glaube, da ist einer angebunden. Mutter, Vater, bald sind wir wieder vereint. Einfach mitten irgendwo in die Gegend gestellt. Bin ich schon im Jenseits? Bist du ein Geist? Nein, ich bin lebendig. Genau wie du. Einer sterblich, einer unsterblich. So, jetzt bist du frei. Ja, ich wurde befreit. Das ist immer nicht eilig. Wir warten, bis er weg ist. Tatsächlich eigentlich. Ja, jetzt bleibt er da erstmal stehen. Und ich glaube, ich muss hier hoch. Was? Da hat dich befreit. Redet bestimmt nicht mit mir, oder? Bist du hier, um der Hektik der Stadt zu entfliehen? Sie wird jeden Tag lauter. Habe ich auch bemerkt, ja. Im Rücken. Ist sie hier irgendwo? Muss ich denn erst hoch? Also. Nein. Eher die Richtung. Hier muss irgendwo einer angebunden sein. Da? Wir alle. Das haben wir verdient. Wir haben kläglich versagt. Puma konnte euch in dem Moment nicht helfen. Aber jetzt schickt er mich. Wir haben nicht gekämpft. Wir haben aufgegeben, als wir umzingelt waren. In den Tod marschiert, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. Wieso? Ihr seid noch nicht tot. Das habe ich doch alle befreit, oder? War ich da oben eigentlich schon mal? So, und jetzt muss ich wieder zu meinem eigenen Ziel. Komisch, dass er mir noch ein grünes Ziel anzeigt. Das wird wohl noch eine andere Mission sein. Diese Pfeifen gehen mir auf den Keks. Schon mit dir geredet? Die Rebellen wollen unbedingt, dass jeder weiß, wie schlimm Amaru wirklich ist. Aber sie sagen nicht, dass Paititi ohne Amaru und seine Geschäfte mit den Fremden schon vor Jahrzehnten in Vergessenheit geraten. Glauben die etwa, wir hätten wegen ihnen Mais auf den Feldern oder Fische im Fluss? Amaru hat während der Hungersnot die Hilfe der Fremden angenommen.
Die Rebellen haben sich nur über Bauchschmerzen beschwert. Amaru hat Paititi geeint, uns vor Hunger und Fäulnis bewahrt. Ich denke, wir schulden ihm, was immer er von uns verlangt. Schön. Ich suche noch grüne Menschen. Ach, guck mal, da ist noch so ein Teil, was man runterholen muss. Das ist so ein pinker Frosch. Trotzdem suche ich immer noch diese ausgesiedelten Menschen, die Ausgestoßenen. Die sind nicht einfach zu finden. Haben wir uns schon unterhalten? So viele unserer Krieger sind gefangen. Wenn wir sie nicht befreien, werden sie geopfert. Ermordet. Nein, jetzt bin ich bei der Brücke. Was ist denn mit dem passiert? Servus. Du solltest wachsam sein, Au. Der Aufstand ist beendet, aber sie sind noch da. Allein bist du ein Ziel. Bis jetzt bin ich mit jedem Rebellen klargekommen, den ich getroffen habe. Schön gesagt. Aber gegen uns haben sie keine Chance. Obwohl sie wie dem kämpfen. Es geht um ihr Überleben. So. Das muss ich nochmal machen. Wer räumt die? Warum räumt denn die nicht weg? Die fangen doch zu stinken an. Stauklettern? Was für eine Melone? Oh, 100%. Dieses mit Seilen und Steinen verbundene Schilf dient als Kalender, der üblicherweise einen Zyklus von 52 Jahren umfasst. Ein Leben. Oh, 52 war zu der Zeit schon ziemlich alt, oder? Ein Monolith wurde freigeschaltet. Was leuchtet da eigentlich noch als Mission? Oh, auf der Insel hat es einen Vulkan. Hoffentlich darf ich da auch noch hin. Muss dann Opfer reinschmeißen in den Vulkan. Das wird doch noch geil, oder? Den kann ich jetzt nichts tun. Denken da. Ja, das ist ein Monolith. Das beschreibt etwas in der Nähe. Sie stehen Rücken an Rücken. Zwei Waffenbrüder. Ich liege zu Füßen desjenigen, der die beschattete Schlange beobachtet.
das hat Unuratu. Und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert. Was für ein Chaos. Warum leuchtet der? Hack dich! Ah, das sind die Waffenbrüger. Der sieht auch geil aus, oder? Oh. Ich will manche leuchten. Komisch. Und die leuchten alle, immer. Lara, deine Verkleidung ist gut. Ich kenne die Parole für das Gefängnis, in dem meine Mutter sitzt. Nein, die heißt? Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Verstanden. Wir holen sie raus, Ashley. Da ist noch etwas. Hakan wurde ergriffen. Alle unsere Rebellen müssen uns im Kampf unterstützen. Der Vater meiner Freundin Kayara. Was ich tun kann. Wenn er geopfert wird, ich...